Es ist soweit, Leute. Betreten wir jetzt die Liga. Es schwebt in der Luft oder wird von der Aura angetrieben, wie man es auch haben will. Okay. Und ich muss ein paar Anwendungen schließen, weil ich so blöd war und es nicht getan habe. Bis gleich. Anwendungen sind geschlossen, es kann weitergehen. Eine riesige Treppe. Episch. Was würde uns hier am Ende der Treppe erwarten? Ich bin schon ganz gespannt. Aha, da ist es, die Liga. Betreten wir einfach das Gebäude mal. Sieht aus wie eine Moschee oder was weiß ich. Okay, was geht hier ab? N und Laura. Der Albtraum. Der Albtraum ist endlich vorüber. Nie mehr sinnloses Leid unter menschlicher Knute. Dank meines Freundes Siegwürm sind die Pokémon nun frei. Du schimpfst dich, Champ, und warst trotz deines Titels nicht imstande, mich aufzuhalten. Deine Gutmütigkeit ist eine Schwachstelle, Lauro. Nachdem dein Pokémon einer schweren Krankheit anheimgefallen war, der es letztlich erlang, du streichtest rastlos die eine Region, um die Leere in deinem Herzen zu füllen, um deinen Schmerz zu lindern. Und ernsthafte Kämpfe hast du wohl auch seit langem nicht mehr bestritten, oder? Doch möchte ich dich deswegen nicht tadeln, ganz im Gegenteil. Angesichts meiner Stärke geht selbst der Champ in die Knie. Ich bin der stärkste Trainer von einer und als solcher teile ich allen Trainern weit und breit den Befehl, ihren Pokémon die Freiheit zu schenken. So habt doch Erbarmen. Ich bitte dich doch nur um eine Sache, trenne nicht das Band, welches Mensch und Pokémon eint. Das Schicksal hat sich zugunsten meiner Überzeugung ausgesprochen, als es mir im Kampf gegen dich zum Sieg verhalf. Die Würfe sind gefallen, Lauro. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich habe dich bereits erwartet. In der Zukunft, auf welche ich einen Blick erhaschen konnte, warst du im Besitz jenes Steines, den Lichtstein. Es reagiert auf die Anwesenheit von Seachrome. Halt! Dieser Ort ist des legendären Pokémon unwürdig. Erhebe dich aus dem Tiefen der Erde, oder mein prächtiges Schloss. Und umgurte mit deinen machtvollen Gemäuern die Pokémon-Liga. Oh mein Gott, die Erde bebt. Und?
Scheiße. Mein Schloss, aus dem finsteren Erdreich emporgestiegen zu neuer Größe. Von der schwindelerregenden Höhe seiner Zinnen werden die Befehle des neuen Königs in allen Winkeln einer Region widerhallen. Ich erwarte hier im Schloss, wo die endgültige Entscheidung fallen wird. Werden die Pokémon endlich in den Genuss wahrer Mündigkeit zur Freiheit kommen? Oder will das Schicksal, dass sie weiter mit uns Menschen zusammenleben? Das Schicksal wird der Schiedsrichter sein. In unserem Kampf der Überzeugungen, dessen Ausgang die Welt verändern wird. Lauro, du siehst nicht gut aus. Unter einem Champ stelle ich mir aber etwas anderes vor. Oh, du hast es geschafft? Ja, ich habe alle Mitglieder der Top 4 bezwungen, auch wenn es wahrlich kein Zuckerschlecken war. Dann, lass dich beglückwünschen. Es ist mir gelungen, stärker zu werden, nachdem ich begriffen hatte, was ich eigentlich erreichen wollte. Kevin, bitte mach ein klar, dass Menschen gerade deswegen stärker werden, weil sie Seite an Seite mit den Pokémon stehen. Und dass meine Pokémon durch mich auch vieles gelernt haben und so stärker werden konnten. Ich habe verloren. Dabei wollte ich diesen frechen Naseweiß mit Hilfe der Kraft, die Menschen und Pokémon verbindet, gehörig in die Parade fahren und ihm zeigen, wie richtig seine Luftschlösser sind. Wie nichtig, ja. Oder liegt er am Ende mit seiner Vision doch richtig? Immerhin kann man den Lauf der Dinge nur ändern, wenn man seine Träume zu verwirklichen sucht. Ich bitte dich, Kevin, zeige ihnen, dass es zu nichts führt, das Band zwischen Menschen und Pokémon zu kappen. Das werden wir. N hat hier alles verwüstet mit seinem Schloss. Betreten wir jetzt mal sein Schloss. Bam. Na, ich mache mal kurz Pause. Ich trinke was. Die nächste Treppe führt zu unserem Ort, an dem wir entscheiden, ob Mensch oder Pokémon zusammengehören oder nicht. Also dann, betreten wir ins Schloss. Wer sich in einem Schicksal führt, wird fortbestehen. Wer sich ihm widersetzt, wird vergehen. Der Tugend folgt die Belohnung, dem Laster die Strafe. Was nützt alles Wissen, wenn die Erfahrung fehlt? Wer einen Fehler begeht und ihn nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noblen leitet die Gerechtigkeit, die Niederen die Habgier. So wie am Himmel nur eine Sonne steht, so regiert nur ein König das Volk. Alsdann, wir werden nicht zulassen, dass unserem König etwas zustößt. N mag ob des Scheiterns des Plans von Jesus vielleicht verzagen. Wir sechs werden dich jedoch hier und jetzt zur Strecke bringen. Ach ja, ihr glaubt wirklich, dass euch dabei Erfolg beschieden sein wird? Hä? Du hast es wirklich bis hierher geschafft, Kevin. Du bist der Rennleiter von Maria City, oder? Ganz recht. Und ich bin nicht alleine gekommen. Und da sind auch die anderen Rennleiter. Hallo, Quatsch. Ihr könnt schon einen fast leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker als ihr seid, wir sind auch noch in der Überzahl. Vermaledeite Arena-Leiter. Als Arena-Leiter können wir auch nicht einfach die Augen dafür verschließen, was den Kasper hier veranstaltet. Außerdem hat die kleine Belle uns doch so nett um Hilfe gebeten. So sieht's aus. Wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Träger des Lichtsteins, setz deinen Weg fort. Okay, machen wir. Viel Spaß dann noch, ne?
Ja, Mangi, der N scheint Kohle zu haben, dass er hier alles mit Gold verzieren kann. Wo geht's denn jetzt lang? Oh Gott, ich war hier nur zweimal im Schloss drin, deswegen ist meine Orientierung hier fehlerhaft. Ah, hier geht's lang. Okay. Nun gut, dann laufen wir einfach mal den Gang lang. Gang entlang. Heimt sie sogar. Und hier geht's einen Stockwerk höher. Hier ist ein Eingang, gehen wir mal hinein. Oh, ha, Team Plasma schwuchteln, okay. Der große N hat unter Beweis gestellt, dass er sogar stärker als der Champ ist. Viele Trainer stehen zu M und dienen ihm freudig. Sie fühlen sich den Weisungen von Team Plasma anstandslos. Jetzt aber. Wir von Team Plasma haben die Pokémon, die wir von den Menschen geraubt haben, für unsere Zwecke benutzt. Die Pokémon können einem wirklich leid tun. Sie können gar nicht anders, als uns zu gehören. Na, schick habt ihr hier. Kamin und Lagerfeuer und hier einen großen Tisch. Sehr gemütlich. Ihr Team Plasma schmuchteln. Also, ihr scheint schon Geld zu haben, obwohl ihr solche Schmuchteln seid. Hier entlang! Oder, ja, Finstrio, dachte ich mir. Nur keine Sorge. Du kannst auch in diesem Schloss deine Pokémon heilen und auf deinem PC benutzen. Gönne deinem Pokémon-Team als erstes ruhig mein kleines Päuschen in diesem Zimmer dort. Der große N will schließlich, dass du bis in die tiefsten Tiefen dieses Schloss vordringst. Oh, okay, jetzt habe ich glaube eine andere Stimme gemacht als vorhin. Ah ja, das sind die, die wir auch im Intro gesehen haben, diese zwei Weiber da. Ich bin die Muse des Friedens. Ich spende N Ruhe und Gelassenheit. Von klein auf lebt N abseits jeglicher menschlicher Fürsorge. Stattdessen waren es die Pokémon an seiner Seite, die sich um ihn kümmerten. Jesus hat dafür gesorgt, dass N mit ansehen musste, wie Pokémon von bösen Menschen ausgenutzt, unterdrückt und sogar verletzt wurden. Der Sensible enteilte ihren Schmerz und seine Gedanken kreisten irgendwann nur noch um das Wohl der Pokémon. Bald darauf beschloss er, vom Wunsch beseelt nach seinen Idealen zu streben. Seine Seele war so unschuldig und rein und unverdorben. Doch es gibt nichts, was so schön und furchterregend zugleich ist, wie die Unschuld an sich. Ich bin die Muse der Liebe. Ich weiß, du bist der Trainer, der N die Stirn bieten will. Ich finde, du hast dir eine kleine Ruhepause verdient. Okay, jetzt sind unsere Pokémon wieder von der Top 4 geheilt. Jetzt seid ihr wieder bei Kräften und du und dein Pokémon-Team. Wenn Trainer ihre Pokémon in den Kampf schicken, tun sie das niemals mit Absicht, dass diese dabei zu Schaden kommen. Tief in seinem Inneren weiß N dies wohl auch. Doch er hat bereits zu lange in der Einsamkeit dieses Schlosses gelebt, als dass man ihm ein solches Eingeständnis entlocken konnte. Boah, also meine Stimme wird dadurch gefickt werden nach dem Part. Ich wette, am Ende des Parts habe ich so eine Stimme. Okay. Hier ist noch ein Saal oder Zimmer, was weiß ich. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Okay, es ist immer wichtig, was zu trinken. Weil sonst geht die Stimme kaputt. Dieses Schloss wurde im Geheimen über viele Jahre hinweg unter Ausbeutung der geraubten Pokémon erbaut. Niemand schien davor zu wissen. Und hier liegt ein Item. Einfach so. Ein Top-Trank. Okay. Ordentliches Schloss, aber schlampig wie die Sau. Alles verlief nach dem perfekten, großen, angelegten Plan von Jesus. Es wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, wie er es schaffen konnte, die Menschen so geschickt zu lenken und zu beeinflussen. Okay. Hier geht's wieder ein Stockwerk höher. Ah, mit Wasserfall, sehr nett. Kann man das surfen? Moment. Ne, ich glaube eher nicht, ne? Ah, finde ich sehr schön gemacht, irgendwie, das Schloss von N. Da haben sich die Macher wirklich Mühe gegeben. Und wo geht's hier lang?
irgendeinen Computersaal. Da staunst du wohl, kleine Streuner. Dieses Schloss ist das Ergebnis allen Mühen und Anstrengungen von Team Plasma. Oder besser gesagt, der wissenschaftlichen Errungenschaften von Jesus. Ja, dazu viele Steam-Errungenschaften erreicht, genau. Mittlerweile sind wir sogar in der Lage, in dieses PC-Lagerungssystem einzudringen. Unser König muss nur den Befehl geben, schon rauben wir die Pokémon aus den Boxen und geben ihnen die Freiheit. Boah, hoffentlich haben sie keine von unseren Pokémon geklaut. Schauen wir mal schnell nach. Sind noch alle Pokémon da? Ja, sieht gut aus, okay. Wehe, wenn T-Plasma welche geklaut hätte. Das wäre eine Katastrophe gewesen. So, wo geht's denn hier lang? Oder besser gesagt, wo geht's hier lang? Ah, gehen wir zuerst hier rein. Okay, wieder so ein T-Plasma-Schwuchtel. Es war meine Aufgabe, den Menschen ihre Pokémon wegzunehmen. Zu diesem Zweck hat mir ein Pokémon zugeteilt worden. Zudem sind mir von einem Pokémon zugeteilt worden, deren zusammen ich diese Aufgabe erfüllt habe. Das Schlimme ist, nur soll ich sie jetzt wieder abgeben. Ach verdammt, falsch. Dialog übersprungen, egal. Kann es etwas sein, dass ich mich eigentlich dabei gar nicht dazu eigne, Mitglied von Team Plasma zu sein? Und hier ist noch ein Item, was die Team Plasma-Schwuchteln da liegen gelassen haben. Extra für uns. Okay. Geht's noch lang? Geht's hier noch lang? Ja, hier geht's in den nächsten Stockwerk. Und was ist hier in diesem Raum? Nagelotz. Dieses Pokémon hat mich richtig in sein Herz geschlossen. Dabei sehe ich ihm nichts weiter als ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck. Das soll einer verstehen. So, hier sind wieder zwei. Ich brauche keine Items mehr, um Pokémon einzufangen. Dankeschön. Das ist das erste Mal, dass wir von dem Team Plasma Idioten was bekommen haben. Möchtest du dich zur Pokémon-Lehre geben? Nee, bleib mir hier. Verstehe. Wie kommt man zurück? Und ja. So, wo geht's denn hier lang? Ob M der ideale Held ist, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Und wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt, in der Pokémon und Menschen koexistieren, wirklich beschützen willst. Dieser Raum, das ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Mich lässt dieser Raum eher kalt, aber vielleicht ist das bei dir ja anders. Okay, das ist wahrscheinlich N's Kinderzimmer. Ui, N, spiel mir Basketball, wow, gewonnen. So, das ist ein bisschen Zug spielen, Zug, hier, da, Zug spielen, da, hier, ja, genau, da. Ja, Zugi und hier ein bisschen Skateboard fahren. Jui, ein Sonderbonbon. Naja, ja, Skateboard. Yay. Und dann hier nochmal Basketball schmeißen. Okay, genug rumgealbert. Verlassen wir einfach mal ins private Kinderspielraum oder was weiß ich. So, mal schauen. Hier gibt's. Ah ja, es sind hier noch viele Räume drin, okay. Ein Top-Genesung. Und mehr ist da nicht drin, naja. Und was ist hier? Wieder zwei Schwuchteln, die sich küssen, okay. Versucht man, den Pokémon ihre mit Menschen ihre Pokémon mit Gewalt zu nehmen, während sie sich nur widersetzen. Manipuliert man sie hingegen geschickt, schenken sie den Pokémon aus sich heraus die Freiheit. Gestern, heute Morgen. Trainer, die ihre Pokémon gestern noch geliebt haben, schenken ihnen heute die Freiheit. Und morgen werden weitere Trainer ihrem Beispiel folgen.
Nein, ich will nicht, dass alle Pokémon freigelassen werden. Dann kann ich ja nie wieder Pokémon spielen. Wir müssen N aufhalten, sonst gibt es bald keine neuen Editionen mehr von Pokémon. Ja, dann wird die Schwarz- und Weiß-Edition 2 nie mehr rauskommen. Und was ist hier? Geht's hier irgendwo noch lang? Ich weiß gar nicht. Nee, hier ist Sackgasse. Okay. Jesus! Willkommen, Trainer des Lichtsteines. Dieses Schloss, das so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Veränderung in Hoenn. Der König dieses Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer Hoenns. Stärker noch als der Champ. Tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen, diese Welt zu verbessern. Wenn man ihn nicht als Helden bezeichnen kann, was dann? Nun ist alles vorbereitet. Wir werden den Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. So kann die Welt, die Team Plasma sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns ganz allein. Und all diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen legen. Endlich lang genug hat es gedauert. All die Zeit der Geheimhaltung, der Angst, der Plan könnte auffliegen. Damit ist es nun vorbei. So, vorwärts. Wir werden jetzt überprüfen, ob du auch das Zeug zum Helden hast. Ja, okay. Okay, das scheint Enns Thronsaal zu sein. Ich träume von einer Welt, in der es nur noch Pokémon gibt. Eine Welt, in der die Pokémon von Joch menschlicher Unterdrückung befreit sind und ihre ursprünglichen Kräfte wiedererlangt haben. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Ich bin zu allem bereit. Auch wenn meine Pokémon-Freunde dabei verletzt werden, ich glaube fest an meinen Sieg. Und werde alles dafür tun, ihn herbeizuführen. Ich nehme an, du bist gut gewappnet. Immerhin hast du es ja bis hierher geschafft. Wem dem auch sei, dann komm und zeige mir, wie sehr du wirklich gewinnen willst. Na komm her, Enn. Ich mach dich fertig. Du bist hier, weil du eine Entscheidung zwischen uns beiden heraufführen willst. Aber Rishiram reagiert nicht. Kann es sein, dass es dich noch nicht so als Helden akzeptiert? Was für eine herbe Enttäuschung. Dabei hatte ich bereits ein klein wenig Gefallen an dir gefunden. In all unseren Kräften hatte ich bei dir bisher immer das Gefühl, dass du ein Trainer seist, der seine Pokémon mit Respekt verhandelt. Er behandelt, ja. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es war also doch nur ein Ammenmärchen, dass sich zwei gegeneinander kämpfende Trainer gut verstehen können. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von der eigenen Wirklichkeit und dabei glorreich untergehen. Oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich in einer neuen Welt erfreuen, in der die Pokémon befreit vom Joch der Menschheit in Frieden leben. Komm zu mir, Seekraben!
deinem Beutel bewegt sich etwas. Ist das der Lichtstein? Der Lichtstein. Oh, und Reshiram, es... Der Lichtstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld. Und da, er lässt die Energie entweichen. Hier kommt unser Pokémon. Seekrom und Reshiram. Sie waren ursprünglich eins. Ein einzelnes Pokémon. Die zwei Seiten einer Medaille, schwarz und weiß. Beide treten nur dann auf den Plan, wenn sie in einem Menschen einen wahren Helden sehen. Jetzt genau verstehe ich. Genau das trifft also auf dich zu. Ich werde dir das verraten, was dieses Pokémon zu dir spricht. Ich möchte mit dir kämpfen. Gewinne meine Freundschaft. Du hast eine weitere Reise hinter dir. Doch es möchte mich vergewissern, ob du tatsächlich so nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst, wie es scheint. Und ich würde außerdem noch zu gern wissen, wie stark du wirklich bist. Also schnapp die Reshiram. Es soll sich dir anschließen. Mit Vergnügen. Hallöchen. Reshiram. Ja, mit Zephyr Queen jetzt hier zu kämpfen ist ein bisschen blöd, weil Reshiram ist vom Typ Feuerdrache. Ich sollte besser wechseln zu einem Kampf-Pokémon. Also, Chuck Norris. Die Musik ist schon geil gemacht. Oh nein, ist kein Sonnensensor. Naja, unseres hat der Robustheit, das wird die Attacke überstehen. Und, wird's Gigastoß überleben? Ich probier's mal. Ja klar, es wird's überleben, es ist ja legendär. Ja, sag ich doch. Okay, Chuck Norris ist jetzt down, aber egal. Streifi! Ich greife an mit Thunderbolts, genau. Ich hätte auch Gigastoß, Volts, Dings da. Oh, seine Spezialattacke, Kreuzflamme. Ups, jetzt habt ihr gerade einen Flaschendeckel gehört von mir. Erika, streif dich down. Nein! Zappy Queen. Und jetzt Locklinge. Es wird die Attacke locker wegstecken. Es ist ja von Typ Drachenfeuer, also vielfach schwach.
Ja. Und tschüss, Seppi Queen. Verdammt, Reshiram ist sehr stark. Und die Musik leckt ein wenig. Adventi. Und jetzt schmeiße ich einen Hyperball. Komm schon, Reshiram, schließ dich mir an. Na also, geht doch. Reshiram, wahres Weiß, Drache Feuer. Größe 3,20 Meter, Gewicht 330 Kilogramm. Ein aus Mythen bekanntes Pokémon. Es wirbelt mit seinem Schweif Feuer auf, mit dem es alles in Asche legt, ja. Nein, kein Spitznamen. Okay. Reshiram ist Team aufnehmen, natürlich. Es muss man ein Pokémon dafür ablegen. Ich nehme Alduin, weil Alduin ist ja ein Drache und Reshiram ist ja auch ein Drache. Na gut. Reshiram akzeptiert also deine heldenhafte Stärke und will dir, der du nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst, im Kampf zur Seite stehen. Mal sehen. Es wäre nicht gerade ehrenhaft, einen Kampf gegen deine eingeschlagenen Pokémon zu gewinnen. Dankeschön. Ich sehe die Zukunft. Ich sehe sie ganz deutlich vor Augen. Ich werde ganz bestimmt gewinnen. Und los geht's. Letzter Kampf gegen N. Er hat 6 Pokémon. Ebenso wie wir. Und jetzt kommt sein Zekrom in Einsatz. Es hat Level 52. Zekrom gegen Reshiram. Schwarz gegen Weiß. Yin gegen Yang. Gut gegen Böse. Was auch immer. Okay, ich greife an mal mit der Spezialattacke Kreuzflamme. Und es greift an mit seiner Spezialattacke. So. Kreuzflamme! Bam! Und? Boah, Volltreffer, sehr schön. Glaubst du ein Ernstes, du könntest uns damit aufhalten? Natürlich! Mach mal Kreuzflamme! Oh, jetzt heilt er sein Pokémon schon, wie lame, naja gut. Und Kreuzflamme! Und nochmal. Ja, das schützt sich vor Spezialattacken, kann man machen. Wow. Ah, ich finde die Attacke saugeil gemacht, der Sprite. Oder die Attacken-Sprite. Und jetzt Feuerodem. Und jetzt kommt Liga-Stoß, fuck. Gut, Feuer oder hier, bitteschön. Sehr effektiv. Drache gegen Drache. Und jetzt ein Heal für Reshiram. Okay, er kann sich nicht mehr bewegen, weil er Gigaschuss verwendet hat. Und jetzt doch mal Kreuzflamme. Bam! Und jetzt der Schlitzer! Ja, jetzt kommt nochmal ein Gigastoß! Macht allerdings nichts, jetzt steckt die Attacke weg! Und tschüss! Was? Okay. Naja, jetzt muss er ja noch einmal aussetzen, weil Gigastoß eben eine Aussetze-Attacke ist. Und tschüss! Wir haben sein legendäres Pokémon geschlagen. Karipas. Keine Ahnung, was das ist. Ach ja, das ist, genau. Das ist ein Fossil-Pokémon.
Ich wechsle einfach mal so sehr bequem. Bitteschön. Und die Lockklinge. Zack, zack, zack. Und es überlebt die Attacke ganz knapp. Und jetzt, ja, noch mit Lockklinge, was soll man anders machen? Zack, zack, zack. Okay. Und Level 51 für Zappy Queen. Gelatzwino. Das ist die Entwicklung von diesem Eiscreme-Pokémon. Nur mal einfach das Eis zerschmettern mit einem Nahkampf von Chuck Norris. So, Nahkampf. Und tschüss! Gelatwino ist down. Wie fährt er denn noch? Klick-Dick-Klack. Das ist er. Ja, das ist einfach die Entwicklung von Klick, die Vollentwicklung. Aber egal. Nahkampf. Und damit hätten wir auch Klick-Dick-Klack geschlagen. Chuck Norris hat Level 52. So, was kommt jetzt? Zorak! Oh Gott, das ist ein sehr seltenes Pokémon, kriegt man nur durch Events in der schwarzen und weißen Edition. Und tschüss! Chuck Norris macht alles platt. Okay. Aeropterix ist auch wieder ein Fossil-Pokémon. Ja, natürlich sah er schon raus. Denn Aeropterix ist vom Typ Boden, Bodenflug. Mein letztes Pokémon, gib mir Mut, mein Freund. Surfer. Und damit hätten wir ihn geschlagen. Und der 51 für Saiyajin. Hiermit zerbricht mein Weltbild und der Traum meiner Pokémon liegt im Sterben. In Scherben, ja. Seekwam und ich haben verloren. Dein Wille, dein Wunsch nach einer neuen Wirklichkeit war stärker als der unsere. Reshiram und Seekwam. Beide haben sich jeweils für ihren eigenen Helden entschieden. Aber kann das denn sein? Können zwei Helden wirklich zur gleichen Zeit existieren? Der eine strebt nach seiner eigenen Wirklichkeit. Der andere verfolgt vom Wunsch beseelt seine Ideale. Kann es womöglich sein, dass beide recht haben mit dem, was sie tun? Ich weiß es nicht. Sollte man andere Überzeugungen also an sich her anlassen, anstatt sie abzulehnen. Würde das gar eine positive chemische Reaktion auf der Welt auslösen? Ist das etwa die Formel, die in der Lage ist, die Welt zu verändern? Und du willst, wie ich den Namen in Harmonia tragen? Du bist unserem Namen Schande. Und bist unwürdig, mein Sohn zu sein. Ich war es, der ihn überhaupt erst dazu gebracht hat, sein Leben im Streben nach seinen Idealen und der Erfüllung seiner Wünsche zu widmen und das legendäre Pokémon wieder aufzuerwecken. Und meinen Team Plasma, damit die nötige Autorität zu verleihen. Auf diese Weise würde das feige, verweichlichte Volk aus Angst vor mir erzittern und brav meinen Weisungen folgen. Diese Aufgabe hatte auch zufriedenstellend erfüllt. Aber
Dann war er auf einmal besessen davon, sich dem anderen legendären Pokémon zu stellen, für seine Überzeugungen zu kämpfen und herauszufinden, ob er sich als Held beweisen könne. Doch was ist geschehen? Er hat eine schändliche Niederlage gegen einen gewöhnlichen Trainer erlitten. Er will eben doch nur ein halber Mensch. Er ist eben nur ein halber Mensch, weil er ausschließlich unter Pokémon aufgewachsen ist. Kevin, ich kann es nicht fassen, dass ein Trainer wie du von einem legendären Pokémon auserwählt wurde. Damit hätte ich nie und nimmer gerechnet. Aber das ändert rein gar nichts. Ich weiche nicht von meinen Zielen ab. Ich werde über die Welt herrschen. Wie Marionetten werde ich die ahnungslosen Menschen steuern. Ganz wie es mir beliebt. Und N wird für mich... Was wird... Für mich seine Rolle als König von Team Plasma erfüllen. Ich befürchte nur, dass ich dich im Stirnfried... Dass ich dich, Stirnfried, leider beseitigen muss. Du weißt einfach zu viel. Über die Welt herrschen? Wollte dem Plasma dem Pokémon nicht die Freiheit schenken? Das war doch nur der nötige Vorwand, um den Plasma zu dem zu machen, was es jetzt ist. Wieso sollte man sonst auf die Idee kommen, so etwas Praktisches wie den Menschen, den Pokémon in die Freiheit zu entlassen? Es lässt mich schließlich nicht leugnen, dass das Potenzial der Menschen viel größer ist, solange sie mit den Menschen zusammenleben. Aber genau das ist ja der Grund, warum ausschließlich ich die Pokémon für meine Zwecke einsetzen werde. Du bist wirklich verrückt. Du bist größenwahnsinnig. Deine Meinung interessiert hier niemanden. Auch wenn manche es als Gottheit verehren. Ein Pokémon ist und bleibt nur ein Pokémon. Es mag dich vielleicht auserwählt haben, Kevin. Na und? Deswegen nötigst du mir noch lange keinen Respekt ab. Komm, ich möchte den Moment aus nächster Nähe genießen. Wenn ich dir gleich jede Hoffnung raube, dein Gesicht in diesem Moment zu sehen, wird unbezahlbar sein. Kevin! Nichts und niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Jesus möchte kämpfen. Okay. Jesus ist durchgedreht geworden, Jesus ist verrückt geworden und er greift uns an. Epische Musik. Er hat einen echten Attacke und wir haben unser legendäres Reshiram. Er hat keine Chance. Kreuzflamme. Bam! Und es kann Toxin, und? Welches halt unser Reshiram ein wenig. Macht nichts. So, und jetzt, nochmal Kreuzflamme, ich kann aber auch hin. Tja, damit war ja schon zu rechnen. Und Kreuzflamme. Na toll, echt ein tolles Down, egal. Bisofunk. Das ist dieses Stier-Pokémon. Was wir, glaube ich, noch nicht begegnet sind. Da lassen wir Chuck Norris ran. Mit einem Nahkampf. Und Bisofunk hätten wir auch erledigt. War ja kein großes Problem. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, Trigefalo, scheiße. Das ist sein stärkstes. Und es... Ah, yeah. Das ist eines der stärksten Pokémon von Einal. Oh. Kill, 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 kill. Ja, also. Chuck Norris macht jeden Platz. Falls es noch Zweifel gibt, hier dieses Video ist der Beweis. Gegenschlag. Was kann Gegenschlag?
richtet mehr Schaden an, wenn seine eigene, wenn eigene KP niedrig sind. Könnt mehr mit Robustheit kombinieren. Ich vergesse einfach mal Durchbruch. Okay. Zaplarang, der wechsle ich lieber noch, weil Chuck Norris ist angeschlagen. Und zwar nochmal Rishiram. So. Ich will jetzt nicht lang rumtun. Rishiram und aus. Aber erstmal müssen wir Rishiram heilen. Wobei, es leckt ein wenig. Ich wechsle es am besten. Weil wir wollen es ja episch haben. Und das kann ich nicht, wenn es leckt. Deswegen nochmal Wechsel. Das Sprite vom Rishiram lässt alles lecken. Oh. Okay, es greift physisch an, deswegen greife ich an mit Irrlicht. Das schwächt seinen physischen Angriff und zieht dann auch noch KP ab. Ah, Knirscher. Er überlebt. Okay, und jetzt Spukball. Na, Böde wäre besser gewesen, aber was soll's. Bam. Njam. 120 ist down. Eieiei, wir haben nur noch 5 Pokémon zwar, aber 2 davon sind ein bisschen geschwächt. Streifi. Jetzt brauchen wir einen Stampfer. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet, aber egal. Stampfer! Und Nitro-Ladung hinterher. Um die Initiative noch ein bisschen zu erhöhen, aber ja. Naja, zieht sehr wenig ab. Warum greift es mit Flammenwurf an? Flammenwurf ist eine Spezialattacke. Verdammt, ihn sollte man nicht unterschätzen. Ich wechsle lieber wieder zu. Nein, warte, er greift ja mit Flammenwurf an. Verdammt, was mache ich da? Serpiqueen wird die Attacke überleben, da bin ich mir sicher. Ich glaube an Serpiqueen. Sag ich doch. Und Locklinge. Naja, also dieses Zaplarang, da haben wir momentan die größten Probleme, weil es keine Schwäche hat. Okay, ich muss wechseln. Saiyajin ist zwar ein Wasser-Pokémon und wir kämpfen gegen ein Elektro-Pokémon, aber was soll's. Surfer. Enemy down. So, jetzt kommt, glaube ich, dieses Wasser-Boden-Pokémon. Wie heißt denn das? Ranavaz, genau. Na gut, lass mal Wasser gegen Wasser kämpfen. Wie viel hat er noch? Er hat nur noch 2 Pokémon. Fokusstoß. Bam. Und es überlebt die Attacke und greift an mit Erdbeben. Scheiße. Okay, ich heile einfach mal Serpiqueen, weil mit dem anderen Pokémon kommen wir nicht besonders weit. Statusheilmittel. Ja, yeah, Toppelleber. Okay, damit hat Serpiqueen wieder alle KP. Dafür geht Saiyajin jetzt einfach down. Aber das macht nichts. So, Serpiqueen. Und Lockklinge. Zack, zack, zack. Und es müsste Brennerwatz killen. Vielfache Stärke. Ja, keine Chance. So, was kommt jetzt? Desurio, sein letztes Pokémon. Da lasse ich Chuck Norris nochmal ran. Aber ich frage mich, ob Chuck Norris schneller ist als dieses Desurio. Ich bin gespannt. Und Gegenschlag. Zack.
Und wir haben Jesus auch besiegt. Mein Plan, ich hatte doch vor, mir die gesamte Welt untertan zu machen. Tja, Satz mit X war wohl nix. Was hat das zu bedeuten? Ich bin perfekt, ich habe Team Plasma aus der Taufe gehoben. Und zudem mal gemacht, was es ist. Ich bin der einzige Mensch, der diese Welt verändern kann. Ich bin der perfekte Herrscher. N! Denkst du jetzt immer noch, dass Menschen und Pokémon voneinander getrennt leben sollten? Mir war es leider nicht vergönnt, als Held angesehen zu werden. Doch irgendwie musste ich die Kontrolle über das legendäre Pokémon erlangen. Dafür und nur dafür habe ich N benutzt. N ist meine Schöpfung. Und doch, wobei anderen ein menschliches Herz pocht, herrscht bei ihnen gähnende Leere. Er ist das Resultat eines Experiments. Ein unvollkommenes und unzulängliches Zerrbild von einem Menschen. Du glaubst doch nicht tatsächlich, dass so einer je begreifen wird, was du von ihm willst. Lauro, ich empfinde es als extrem lästig und nervig, mir das Geschwätz von diesem Verrückten noch länger anhören zu müssen. Es ist doch offensichtlich, derjenige, der kein menschliches Herz hat. Wie recht du hast, wirklich eine traurige Gestalt. N, dir spuken jetzt bestimmt viele Dinge im Kopf herum, aber eins ist sicher. Hast dich auf freien Stücken auf deine Reise begeben, beseelt von deinen Wünschen und Idealen und nicht, weil du von Jesus dahingehend manipuliert wurdest. Nur deshalb war es dir überhaupt erst möglich, dem legendären Pokémon zu begegnen. Aber ich habe einfach nicht das Zeug dazu, ein wahrer Held zu sein. Meinst du? Entscheidend ist doch, dass du von jetzt an zusammen mit deinem legendären Pokémon tun wirst. Ja, aber wir haben bisher doch auch nur für das gekämpft, woran wir geglaubt haben. Aber warum? Wozu? N, hör mir zu. Nur weil man sein Gegenüber nicht versteht, ist das noch lange kein Grund, dessen Meinung und Ideen völlig abzulehnen. Wenn Menschen voneinander streiten, gibt es nicht zwingend nur eine Seite, die recht hat. Bitte mach dir darüber einmal Gedanken. Genau das Gegenteil. Ja, weg mit diesem Psycho da. Den will hier niemand haben. Ich würde gern etwas mit dir besprechen. Es geht um unsere erste Begegnung in Gavina. Was einst deine Pokémon damals gesagt hat, war ein echter Schock für mich. Aber weiß nicht, warum. Aber dein Pokémon hat damals gesagt, es hätte dich gern. Es hat gesagt, dass es gern bei dir sei. Ich konnte es nicht begreifen, dass es auf der Welt Pokémon gibt, die die Menschen mögen. Solche Pokémon hatte ich bis dahin einfach nicht gekannt. Von da an wurde ich auf meinen Reisen immer wieder in meiner Grundfesten erschüttert. Ich traf auf so viele Menschen und Pokémon, die einander vertrauten, einander halfen. Daher fühlte ich mich auch dazu angehalten, in Kämpfen mit dir auf die Probe zu stellen, woran ich eigentlich glaubte. Ich wollte auf jemanden treffen, in dessen Brust das Herz eines Helden schlägt, ganz wie bei mir. Ich verstand nur die Pokémon. Nein, nicht mal das. Ich verstand nur einige wenige Pokémon. Kein Wunder, dass ich es nicht mit dir aufnehmen konnte, der du mit so vielen Pokémon Kontakt hattest und von so vielen Pokémon umgeben bist, die sogar deine Freunde sind. Nun ja, der Champ hat mir vergeben. Aber es liegt nun wohl tatsächlich an mir, wie mein nächster Schritt aussieht. Kevin, du hast mir von deinem Traum erzählt.
Lass ihn Wirklichkeit werden. So wird deine ganz eigene Wirklichkeit eines Tages Realität werden. Kevin, wenn das jemand schaffen kann, dann du. Nun dann. Leb wohl. Ja, das war's jetzt mal fürs Erste, aber es geht ja noch weiter mit dem Let's Play. Das Let's Play ist noch nicht vorbei, falls ihr jetzt denkt. Ja, es geht noch weiter. Bis zum nächsten Part, sag ich schon mal, und schaut euch jetzt das McGurk-Ende an. Bis dann. Bis zum nächsten Part. Servus.